Es gibt Dinge, die man mit seiner Kamera gemacht haben muss, damit man sie wirklich richtig kennt. Damit meine ich nicht die banalen Dinge, wie das Objektiv wechseln, die Speicherkarte vergessen, mit einem leeren Akku losgehen oder den Objektivdeckel vergessen abzumachen. Diese Dinge macht jeder mindestens einmal. Mir geht's um die großen Dinge, die das Verhalten der Kamera widerspiegeln. In diesen Videos werde ich meine neue Kamera, die Lumix DMC G70, mit dem 12 bis 60mm Kit-Objektiv 12 verschiedenen Tests unterziehen, um die Kamera kennenzulernen und ihr Verhalten zu verstehen. Dabei werden verschiedene Lichtsituationen und Orte auf mich warten, an denen ich die Kamera teste. Außerdem werde ich dir im Detail erklären, wie sich die Kamera bedienen lässt und wie man mit kleinen Tricks die perfekten Fotos macht. Tja, und damit moin und herzlich willkommen. Heute testen wir wieder die G70 und diesmal handelt es sich um die Szenenmodi. Hier oben auf dem, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt erkennen kann, hier oben sind so Szenenmodis drauf und den schalten wir mal ein und dann halten wir ein Menü. Ich weiß, gucken, ob man das hier erkennt. So, jetzt sind die optimal mit verschiedenen Modi, die wir mal ausprobieren werden. Und heute wollen wir erstmal den Monochrom-Modus ausprobieren und mal gucken, wie sich Schwarz-Weiß so macht bei dieser Kamera. Und wir haben hier natürlich hier erschwerte Bedingungen jetzt. Schneelandschaft und ja, da werde ich jetzt einfach mal ein paar Fotos machen und gucken, wie das so aussieht. Hier habe ich jetzt den kontinuierlichen Autofokus drin auf 49 Feld, das heißt einfach alles fokussieren, was geht. Und jetzt müssen wir halt einfach auch mal gucken, es ist eigentlich immer standardmäßig eine Automatik drin und dann testen wir halt einfach auch gleich mal, wie diese Automatik funktioniert. Ich halte einfach mal drauf, ich kann hier oben noch einstellen, ob das Bild ein bisschen unter- oder überbelichtet sein soll. Ich mache erstmal ein bisschen auf 0 belichtet, das erstmal zum Anfang was ausprobieren. Gucken, 12 mm, ein Foto gemacht. Muss ich sagen, es ist schwarz-weiß, aber es kommt schon die Stimmung rüber. Und das ist eben das Wichtige bei Schwarz-Weiß-Fotografie, dass die Stimmung rüberkommt. Und dass ja eben diese Lichtsituation prinzipiell in Schwarz-Weiß dargestellt ist. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich sehe das jetzt natürlich nicht hier, weil es unfassbar hell ist. Aber mach einfach noch mal weiter ein paar Fotos. Diesmal ein bisschen überbelichtet. Ein Drittel. So, Fotos gemacht. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich fotografiere noch mal in die eine andere Richtung. Ist auch auf 25 mm. Ja. Gefällt mir eigentlich jetzt ganz gut. Die Bilder, auch wenn sie ein bisschen überbelichtet sind, also das sollen sie halt auch eben und von dem Stil her gefällt mir das ganz gut. Und ja, da, das finde ich ziemlich gut. Ich werde ja, da jetzt noch einfach mal ein paar andere Fotos auch noch machen. Hier heißt es vor allen Dingen auch einfach mal rumspielen und ausprobieren und einfach mal auch wissen, was anderes fotografieren als einfach nur die klassische Landschaft. Denn einfach mit Schwarz-Weiß kann man auch einfach viel, viel, viel machen. Da ist es auch nicht so wichtig immer, dass man die Bildkomposition exakt perfekt gestaltet, sondern einfach auch mal, das holt natürlich noch viel mehr raus, aber auch einfach mal drauf los fotografieren, das macht auch einfach immer sehr, sehr viel Spaß. Das Bild zum Beispiel gefällt mir jetzt sehr gut und da muss ich jetzt auch sagen, bei dieser Landschaft sind wir da jetzt erstmal fürs Erste fertig. Den Monochrom-Modus, den testen wir dann demnächst nochmal mehr und ja, jetzt geht es nochmal an ein anderes Objekt zum Testen des Monochrom-Modus. So, es geht weiter mit der Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich werde wieder den Szenenmodus Monochrom auswählen. Und ja, man sieht es, der Schnee ist weg und es geht jetzt wieder mal an Landschaft. Ich möchte das nochmal ausprobieren, Landschaftsfotografie zu machen mit dem Schwarz-Weiß-Modus. Und da einfach mal gucken, wie das sich so verhält, die Kamera, was da für Fotos bei rumkommen. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. So, erstes Foto ist gemacht.
Blende 8, 400 zur Verschlusszeit, minus 1 in der Belichtungskorrektur. Einfach mal ein Foto gemacht. Ja, Schwarz-Weiß-Fotografie, ganz klassisch. Landschaft kommt da eigentlich immer ganz gut bei rum. Ich werde jetzt noch einfach ein paar bisschen andere Blickwinkel ausprobieren, um einfach noch mal ein bisschen was anderes zu gucken. So, wieder minus 1 bei einer Blende 9, 320. Verschlusszeit. Das ist eben die Sache, dass der Automatikmodus, der da die krummen Zahlen bei der Blende und bei der Verschlusszeit macht. Das ist aber egal. Foto ist trotzdem gut. Ich bin damit jetzt einfach zufrieden und ich werde jetzt auch einfach nochmal ein bisschen was anderes fotografieren. Zum Beispiel Makrofotografie als Stichwort zu nehmen und einfach auch nochmal eine Beere oder so in Szene zu setzen. So, wir haben jetzt hier Beeren, die schön angestrahlt werden und die werde ich jetzt mal ablichten. Und das Wichtige ist in Schwarz-Weiß. So, hierbei ist jetzt mir aufgefallen, Blende 6,3, völlig okay, minus 1 wieder belichtet vom Schwarz her. Es ist eine witzige Sache, also das ist echt extrem, macht extrem Spaß damit zu spielen, mit diesem Modus. Sind jetzt ein paar schöne Fotos gewesen und ich muss auch sagen, es ist einfach heftig da auch mal zu spielen, vor allem sind da auch dann die Einstellungen vorgegeben und man kann nicht so gut variieren mit der Blende. Jetzt werde ich nochmal ausprobieren, was die Kamera so gegen die Sonne macht. Eigentlich würde ich da persönlich die Blende ganz zumachen. Mal gucken, was da die Kamera sagt. Ich habe eben den Punktfokus eingestellt. Jetzt kommt wieder der 49 Feld AF und dann würde ich einfach mal gucken, was die Landschaft so sagt. So, erstes Bild. Blende 11 ist schon mal in die richtige Richtung. Ich hätte es jetzt irgendwie auf 20 gemacht. 2000 Verschlusszeit, minus 1 belichtet wieder von dem Schwarz her, also Belichtungskorrektur, ISO 200 ist auch okay. Ich glaube, der 200er ISO ist sogar fest eingestellt. Der ist fest eingestellt, kann ich gar nicht umstellen in ISO. Ist okay, ich probiere jetzt nochmal aus. Ich werde jetzt nochmal vom Schwarz her weiter runtergehen, also Belichtungskorrektur wieder weiter runterstellen. So, wir sind jetzt hier bei minus 2, Blende 18, geht in die richtige Richtung, 2000 Verschlusszeit wieder. Ich werde jetzt einfach nochmal weiter runtergehen und versuchen, die Blende nochmal auf 20 runterzukriegen, dass wir da nochmal ein bisschen was anderes mit der Sonne hinkriegen. So, zwei Fotos gemacht, Blende 22 und 20 einmal, also es ist ziemlich schwarz, es ist ziemlich grau. Ich probiere jetzt nochmal den Sonnenstern-Trick. Ich werde meine Hand davor halten und einfach mal einen Sonnenstern erzeugen und das ganz künstlich. So, hier kommt mir das Ganze ein bisschen dunkel vor. Das heißt, ich werde mit der Belichtungskorrektur wieder hochgehen auf 1, minus 1. Und dann nochmal das Ganze probieren. So, das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Blende 14, 2000 Verschlusszeit, minus 1 belichtet. Schwarz-Weiß macht Spaß. Man kann damit viel machen, das ist cool. Ich nutze es tatsächlich nicht so gerne, weil ich das wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, in Lightroom in der App da dann mit Schwarz-Weiß umwandle. Deswegen ist Schwarz-Weiß in der Kamera bei mir nicht so. Was ich gerne mal einstelle, ist der Schwarz-Weiß Live View. Das heißt, wenn ich Kamera einen Knopf drücke, dann sehe ich das Bild in Schwarz-Weiß, es wird aber trotzdem in Farbe aufgenommen. Das ist teilweise ganz witzig, wenn man die Farben ein bisschen intensiver sehen möchte und ein bisschen leichten HDR-Look schon beim Fotografieren reinkriegen möchte. Ansonsten war es das auch schon. Das ist so die Sache, was ich jetzt nochmal testen wollte. Als nächsten Teil, wo ich Schwarz-Weiß nochmal testen möchte, ist Street-Fotografie und da geht es jetzt direkt im Anschluss weiter.
So, herzlich willkommen zu der weiteren Fortsetzung von Schwarz-Weiß-Fotografie. Und ich werde jetzt mal gucken, was ich so mit Schwarz-Weiß noch weiter machen kann. Denn ich bin jetzt hier am Abend an einer Kreuzung, wo viele Ampeln und so weiter sind. Und da werde ich jetzt mal so kürzere Langzeitbelichtung machen. Einfach mal gucken, wie da die Kamera ist. Und ich glaube, ich werde jetzt nicht so viel sagen dazu. Ansonsten vertone ich das nach und stelle mal einen Zeitraffer auf, weil das ist nämlich auch ganz cool. Leider ist der Zeitraffer nicht so lang geworden, aber ich finde ihn trotzdem ganz interessant. Die Fotos dabei, die dabei entstanden sind, die siehst du jetzt und mir hat es generell sehr viel Spaß gemacht. So, das war doch nochmal richtig gut jetzt zu Ende. Ich muss sagen, die Funktion mit dem Schwarz-Weiß, also Monochrom, macht mir richtig Spaß. Leider kann man halt die Verschlusszeit nicht einstellen und die Blende nicht und den ISO nicht. Und das würde ich mir eigentlich als einzige Verbesserung wünschen, dass man da auch Blende, Verschlusszeit und so weiter einstellen kann. Das ist als einzige Feedback dazu. Kamera macht das super, es macht richtig Spaß damit zu experimentieren und obwohl das echt nicht mein Bereich ist eigentlich, Schwarz-Weiß-Fotografie, aber es hat richtig Spaß gemacht. Wenn es dir gefallen hat, dann like gerne das Video und wenn du noch mehr sehen willst, dann klick jetzt hier mal auf das Abspann-Element. Da kommst du nämlich zum letzten Video von meiner G70. Das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht und ich verabschiede mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal.